Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TechTown. Heute, immer noch heute. Und die Sonne geht gerade auf. Ach, ist das schön. Nein, für die ist das ja nicht mehr heute. Stimmt. Verdammt. Ja. Das ist der Ausgang. So ist der Ausgang. Genau. Zack. Und hier den MFE. Und hier kommen die Solar Panels hin. Ob das so klappt, wie ich jetzt will? Das frage ich mich gerade auch. Oh ja, er kriegt Strom. Er kriegt Strom. Wer kriegt Strom? Er kriegt zu viel Strom. Wer denn? Zu viel Strom. Oh mein Gott, er eskaliert. Wer denn? Der Induction Furnace. Warum? Der kann, glaube ich, 128 EU ab. Ja, guck dir mal die Batbox an. Die ist ja noch gar nicht hier an den Dings. Du hast ja keine Solar Panels mehr. Ja, und hier fehlt mein MFE. Ja, den MFE kann ich dir bauen. Die Solar Panels jetzt auch. Ja, dann... Ich mache ja schon. Nein, den MFE baue ich. Du brauchst nur die Solar Panels. Ja, okay, Panels. Ich baue die Solar Panels. Das ist aber effektiv. Dafür. Wir haben keine... Ach du Scheiße. Der geht ja Missing 738 Rubber. Okay. Was? Die 128 Electronic Circuits haben so viel Rubber gefressen, wie wir nicht herstellen können. Ach so, okay. Moment, ich kann aus U-U-Matter Sticky Resin herstellen. Sticky Resin. Ja, genau, mit 4 U-U-U-U-Matter. U-U-Matter. Da habe ich eigentlich schon alles. Ich bin ein Bär. Du bist ein Bär. Aha. Ja. Die einfachste Erklärung der Welt. Okay, ich bin ein Bär. Wo ist denn hier der Extractor? Hier ist der Extractor. So, rein damit. Und kommt hier schon was? Nee, kommt nicht. Nein, mir fehlen zwei Redstone. Okay, dann schicke ich das jetzt mal ins System und der macht uns mal ein bisschen Rubber da draus. In der Hoffnung, das funktioniert. Kommt's hier an? Ja, kommt das, okay. Ja, geiler Scheiß, okay. Hier ist ein Extractor MK2-Modul drin. Das dauert jetzt allerdings ein bisschen. Also könnte das mit deinen Solarpanels sich noch ein bisschen hinziehen. Strom. Ja, ich kann dich ans öffentliche Stromnetz anschließen. Du hast doch, Hab ich doch schon. MFSU. Ja, aber du hast noch keinen LV-Transformer, damit deine Batbox auch läuft. Oder? Genau. Ja, den hab ich doch hier. Ich habe doch 64 Stück gleich gecraftet. In weißer Voraussicht, dass dies passieren würde. Dann lass mich mal, dann lass mal Onkel Stort hier dran. Und was kommt denn hier für Strom an? Gar keiner. Was kommt denn hier unten für Strom an? Doch, von der Batbox. Eigentlich der von der... Batbox, von aber den hier Solar unten Panels. Sind doch gar keine Bat. Warum ist denn das hier nicht an? Wo ist das nicht an? Hier ist ein LV-Transformer, aber der ist ja nicht angeschlossen irgendwo. Oder doch? Doch. Woran denn? An der Batbox. Ja, aber wo da kommt denn der Strom High her? Voltage. Von dir? Nee, von mir kommt da nichts. Doch. Achso. Na, ist die Batbox denn voll? Nö. Ja, wenn die sich nicht füllt, dann kommt auch nichts an. Ja, sollte sie aber. Ist ja das gleiche wie mit wo dem MFE. Wo steht denn ein MFE hier? Gar nicht mehr. Ich habe noch ein MFSU. Und hier kommt MV an, soweit ich weiß. Ich muss den MFE gerade erst... Der MFE war ja am Solarpanel angeschlossen. Hier kommt... Ja, warte, ich hab's gleich. Hier kommt MV an, soweit ich weiß. Oder soweit ich das geschaltet habe. Ich will es auch gerne so haben, wie ich es damals hatte. Dass der MFE am Solar-Ding so, angeschlossen ist. Ja, die Batbox lädt sich. Okay, so funktioniert's. Ja, du hast Strom. Zack. What are you doing? Ich überleg mal. Ach so. Ich stelle noch ein bisschen mehr Rubber her. Kann ja nie schaden. Und ich muss dann mal den Rubber? Filler bauen. Was? Haben wir wieder Rubber? Ja, 139. Also es füllt sich langsam wieder. Wir haben jetzt 599 Sticky Resin. Also aber ich stelle noch ein bisschen mehr her. Oder stelle ich noch ein bisschen mehr? 130.
Also der verarbeitet das jetzt langsam. Deswegen, es dauert halt ein bisschen. Das war ein Notfall. Ach, ich brauche noch Gold. Geld okay. Regiert die Welt. Meinst du? Ja. Ich dachte, die UU Matter. Also, die richtige Welt. Stell dir vor, du könntest mit UU Matter in der richtigen Welt handeln. Das wäre geil. Was soll UU Matter überhaupt darstellen? Irgend so eine klebrige Pampe oder nicht? Nein, damit kannst du alles herstellen, was du willst. Und damit wär's ja auch Geld. Ich glaube, das wäre dann mehr als Geld. Weil du könntest dir dann ja Gold herstellen, Diamanten herstellen. Ja, das wäre schon geil. Ich hätte gern UU Matter in Real Life. Das hätte jeder gern. Du könntest ja auch Essen herstellen, theoretisch. Wenn man alles herstellen kann, was man will. Wow. Ich könnte die Probleme der Welt lösen. Ich könnte es aber auch lassen. Ich wollte gerade sagen, willst du das überhaupt? Ich könnte mir auch den Mega-PC zusammenbauen lassen. Weil jeder UU Matter haben will. Ja. Was gibt's denn? 30. So, wie viel Rubber haben wir denn? 217, Alter, das geht jetzt aber schnell hoch. What the fuck? Ich möchte trotzdem eigentlich nochmal los und nochmal ein bisschen Rubber Tree holen. Haben wir denn die Kettensäge noch? Die Chainsaw? Ja, ich hab keine Ahnung. Ist sie. Okay, sie war noch im System. Was machst du auch bei mir, frage ich mich gerade. Wupp, ich benutze ein System. Und ich flieg mal zur Quarry und hole die wieder mal zurück. Könnte jetzt ein bisschen laggen, weil ich jetzt sehr viele Chunks lade. Sehr abartig, Leute. Sehr ekelhaft, ey. Erdbeerkäse. Erdbeerkäse. Ja, Erdbeerkäse. Ist auch erst durch Dena wieder so richtig aufgeblüht, dieses Erdbeerkäse-Feeling. Irgendwie. Gibt's ein Erdbeerkäse-Feeling? Nein. Hinein ins Erdbeerkäse-Feeling. Ist ja irgendwie leicht krank. Was ist daran, was denn daran jetzt schon wieder krank? Was ist das? 20, okay. Was ist das 20? Das war die beste Antwort überhaupt. Ich könnte auch sagen 11. Ja. 30. Okay, I'm flying back to you, my darling. Okay, nein, das war schwul. Ich hätte ja auch noch eine Tanz- und Gesangsanlage dazu starten können. Klappt das? Ich brauche eine neu generierte Welt. Das heißt, ich fliege jetzt mal nach da. Von hier aus nach da. Da waren wir nämlich noch nicht. Hoffe ich mal. Kann man von der Bats Energie ja, hier waren wir noch nicht. In MFE reinleiten? Ja, das kann man. Aber nicht von dem MFE direkt in der Batbox. Und wie mache ich das? Einfach den Output der Batbox an den MFE anschließen. Wo ist der Output? Gute Frage. Okay, hier generiert sich, glaube ich, die Welt neu, hoffe ich mal. Und dann können wir hier ein paar Shards rausholen. Ist hier was Neues? Ist hier Neuland? Hashtag Neuland und so? Ja. Machen wir hier einen Waypoint, und zwar... Das lädt gerade richtig. Ja, ich weiß. Ich lade gerade neue Chunks, deswegen. Query. Na jetzt. Noch ein bisschen. Ich hab keine Landmarks dabei, ne? Keine Landmarks. Muss ich nochmal zurück. Ich fliege nochmal zurück, das heißt, es könnte nochmal laggen. Ich hab das System. Das beste System überhaupt, Alter. Das, warum ist das so getan? So Brainfuck, das kannst du dir nicht vorstellen. Was denn? Ich will's gar nicht erzählen, so schön ist das. Was hast du getan? Ich hab grad das getan, was du niemals gedacht hättest, was man tun können. Ich habe eine Batbox, also nein, ich habe ein MFE zwar an die Batbox angeschlossen, aber der MFE leitet auch gleichzeitig Strom neben
der Badbox in meine Geräte rein. Und warum tut er das? Damit ich immer genug Energie habe. Weil die Badbox reicht ja nicht aus an Speicherkapazität. Aber du hast doch... Die Badbox lädt sich doch immer neu auf. Das ist ja erstmal egal. Nein, tut sie gerade nicht. Die Badbox lädt sich doch immer auf. Langsam. Langsam. Wieso denn langsam? Hör doch einfach auf! Die Badbox... Badbox lädt sich doch auf, ist doch voll. Also so fast. Lass es doch. Ich will es so haben, wie es vorher war. Und der MFE lädt sich auch auf. Der MFE ist übrigens nicht in der richtigen Seite angeschlossen, deswegen explodiert der ganze Kram auch nicht. Danke, dass du mich hast. Soll ich es mal machen? Dann explodiert der ganze Scheiß, das sage ich dir. Dann kannst du deine Hauswand wieder flicken. Mich wundert überhaupt, dass der MFSU dadurch nicht kaputt gegangen ist. Das ja, der stand ja weit genug weg. Ein paar neue MFSUs muss ich demnächst auch mal bauen. Das sind 2-3 Blöcke. Und die Scrap-Produktion muss ich dann auch aufnehmen. Das heißt, Recycler und so weiter bauen. Das könntest du vielleicht, wenn du nichts zu tun hast, irgendwann mal machen. Dass du ein paar Recycler baust. Ja, was bringt diese Logistik-HD-Glasses? Keine Ahnung. Achso, damit kannst du schauen, was zum Beispiel in Pipes oder so versteckt ist, was du da requesten kannst. Achso. Das ist eigentlich ganz geil. Das ist ganz lustig, aber es ist sau teuer. Dafür, dass es so wenig kann. Mangel Diamanten. Naja, Diamanten haben wir ja eigentlich, aber trotzdem. Das lohnt sich eigentlich nicht. Wir haben nur 50 Stück oder so. Trotzdem, das lohnt sich nicht. Nur noch, habe ich gesagt. Deswegen lohnt sich das nicht. Achso. Ja, wir können ja immer noch welche aus Gold herstellen. Gold haben wir ja mehr als genug. Ja. Erdbeerkäse. Alter. Was denn? Ich stelle mir die Turret auf. Wie das man die? Kannst du machen. Die sind eigentlich da relativ easy, glaube ich. Da braucht man Obsidian, Redstone und Eisen auch. Naja, da geht doch. Geht doch fit. Das mache ich mir jetzt. So eine kleine Spielerei. Spielerei. Okay. Erdbeerkäse. Haben wir Obsidian? Mehr als genug. Ich glaube über 1000. 5000. Lass mal sehen. Wie viel einfach nur und übelst übertrieben alles. Und ein bisschen Redstone hier. 30 Stück, komm, hau rein da. So. Okay, ist das groß genug? Ja, es füllt die ganze Insel aus. So, und eine weitere Insel wird von unserer Geldgier ausgebeutet. Schön. Willst du auch eine Turret? Einen Dimension Angel. Ja, klar, warum nicht? Die greift mich aber an. Darauf habe ich keine Lust. Deine greift mich auch an. Ja, stimmt. Phased Conductive Pipe. Public Send and Receive. Kannst du dich mal umdrehen? Hallo? Lol. Oh. Ich glaube, die hat mich selbst angegriffen. Wie jetzt, hä? So, die stirbt so. Wenn du die umrennst, ja. Oder wenn ich die schlage. Warum dreht die sich andauernd um? Dreh ich doch nicht um, Miststück. Ach, komisch. Okay, ich glaube. Was? Warum greift die mich selber an? Wollen die mich verarschen? Send and Receive 30. Ich hoffe mal, das hat jetzt funktioniert und wir finden da unten ein paar Shards, weil dann können wir dann irgendwann auch mal mit Soundcraft anfangen, wenn wir dann Zeit hätten. Aber solange können wir ja schon mal die Rohstoffe dafür sammeln. Die mag mich nicht, Alter. Warum nicht? Alter, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Alter, was da? Oh. Hallo. Du kannst ja nicht fast tot sein, du hast eine Quantumrüstung an. Naja, wenn du dir... Junge! Wenn du dir den Torso mal anziehen würdest, würdest du auch... Was tun die? Nein, nur die eine ist das. Tot. Hier hat irgend so ein Bug. Nein, das war doch nur die eine, du Troll. Achso. Die schießt sich trotzdem ab. Oder doch nicht? Die schießt sich nicht ab. Die
Bug da irgendwie drin bei mir. Jetzt ist sie weg. Nee, hier. Was ist hiermit? Macht die was oder macht die nichts? Was machen die denn, Alter? Also, greift die dich hier an oder? Alter. Warte mal, ich stell die mal auf gerade. Nö. Ja, wenn ich sie aufstelle, sind sie friedlich. Lol. Lass es einfach so. Was ergibt das für Sinn? Mann? Keine Ahnung. Alter, das gibt's echt nicht. Nein, gibt's noch nicht. Oh, wir müssen Folgenpause machen. 15 Minuten. What the fuck? Ach, das sind zwei verschiedene. Wie jetzt zwei verschiedene? Sentry Turret und Different Turret. Nee. Ach ja, stimmt. Doch, Different. Die sagen dann auch unterschiedliche Sachen. Die eine sagt zum Beispiel, I'm different und sowas. Moment mal, wie geht das hier? Sind 30? Ja. Ach, die Different, die sind freundlich, glaube ich. Okay, funktioniert das jetzt, oder? Das wäre geil. Moment, das schauen wir uns mal an. Ich fliege hier nur noch hin und her zwischen der Quarry und unserem Zuhause. Meine Güte. Ach ja, okay, sie baut ja schon. Ja, super. Okay. Die Quarry funktioniert, nur so als Nebenbemerkung. Okay. Das heißt, wir haben bald wieder ein paar Rohstoffe. Mehr. Und hoffentlich auch Shards, die die findet. Das wäre ganz cool. Wir müssen eine Folgenpause machen. Jetzt. Sofort. Achso. Ja, dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.